Das ist unsere Milchstraße. Eine Scheibengalaxie mit Spiralarm ist doch großartig. Nur, wie kommen wir eigentlich darauf? Denn das ist ja kein Bild von der Milchstraße selber. Das ist praktisch eine Konstruktion, eine Simulation. Denn das, was wir am Himmel sehen, ist ja was ganz anderes. Wir sehen doch das hier am Himmel. Also, die Wissenschaft sieht doch eigentlich das da am Himmel. Wie kommt man eigentlich von dem hier zu dem hier? Wie macht man das? Also, Astronomie in der Milchstraße ist eine schwierige Sache. Und die Milchstraße hat ein dunkles Geheimnis, das uns in die Unterwelt der Milchstraße führt. Und außerdem fehlen uns noch 40.000 Abonnenten. Also in der Astronomie sind wir in einer merkwürdigen Situation. Von weit entfernten Objekten, der Andromeda-Galaxie, die ist immerhin 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, wissen wir unglaublich viel, weil wir sie total beobachten können. Das ist eine dieser wundervollen Spiralgalaxien im Universum und von denen können wir eine ganze Menge feststellen. Nur bei unserer eigenen Milchstraße, da sehen wir quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir sind mittendrin. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis wir endlich mal das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße gefunden haben. In anderen Galaxien kennen wir die schon seit Jahrzehnten. Ich werde nie vergessen, muss ich ganz einfach erzählen, ich werde nie vergessen bei einem Vortrag über die Milchstraße, als ich sagte, so ähnlich sieht unsere Milchstraße aus, kam hinterher jemand zu mir und sagte, das habe ich gar nicht gewusst, dass wir inzwischen Sonden so weit wegschicken können, dass wir davon ein ganzes Bild von der Milchstraße aufnehmen konnten. Ich meine, wenn das hier 100.000 Lichtjahre weit weg sind, könnt ihr euch vorstellen, wie weit eine Sonde von der Milchstraße weg sein müsste, um das zu beobachten. Ich durfte natürlich nicht lachen, sondern habe dann erklärt, nein, das war nur das, was man im Englischen ein Artist's Impression nennt, also die Vorstellung, die man aus den Künstler oder den Künstlerin hatte, oder aber in diesem Fall war es sogar präziser, das, was aus den Simulationen rauskommt. Aber wie kann man eigentlich herausfinden, dass die Milchstraße eine Scheibe, eine wirkliche Scheibe ist und zweitens, dass sie Spiralarme hat und wie sie im Innern aufgebaut ist, wenn man doch nicht so genau hingucken kann? Angefangen hat alles im 18. Jahrhundert. 1755 schreibt der Kant auf, dass also die Milchstraße wahrscheinlich wie das Sonnensystem eine Scheibe ist und dass es neben der Gravitation, die das Ganze zusammenhält, noch andere Kräfte geben muss, die irgendwie dagegen wirken. Der Kant, der alte Fuchs, der hat also schon geahnt, dass es da noch andere Kräfte geben muss und die sind in der Balance mit der Gravitation. Und um das Jahr 1800 herum wird ein großer Musiker und späterer Astronom, nämlich Wilhelm Herschel, der sich später William Herschel nannte, der wird tatsächlich zum ersten Mal ein Bild von der Milchstraße aufmalen, was so ähnlich ist wie das von Kant, aber noch nicht ganz genauso. Und der wird anfangen, Sterne zu zählen. Mit den besten Spiegelteleskopen der Welt übrigens, die er selber gebaut hat. Und im 19. Jahrhundert wird man herausfinden, wie weit die Sterne von uns entfernt sind. Das wusste man nämlich noch gar nicht. 1838 wird Wilhelm Bessel zum ersten Mal messen, dass das Sternbild Schwan ungefähr 10 Lichtjahre von uns entfernt ist. Und damit war klar, die Sterne sind unglaublich weit von uns entfernt. Und man fing wieder an, Sterne zu vermessen, die Entfernungen zu vermessen. Und mit der Vorstellung, ganz irre, mit der Vorstellung, dass das Universum komplett durchsichtig ist, hat man angefangen, Sterne zu zählen. Hat dann festgestellt, je weiter entfernt die Sterne sind, umso weniger davon gibt es. Was gibt das für ein Weltmodell? Ja? Also bei uns gibt es ganz viele Sterne und je weiter weg von uns, umso weniger. Naja, dass praktisch das Sonnensystem im Zentrum der Milchstraße stehen müsste. Was man nicht bedacht hat, war nämlich, dass es Material gibt zwischen den Sternen, was die Helligkeit der Sterne verändert und damit eine ganze Menge von Sternen völlig zudeckt. Also die Vorstellung, das Universum wäre durchsichtig, hat zu der völlig falschen Schlussfolgerung geführt, wir wären im Zentrum der Milchstraße. Als man dann das interstellare Medium kennengelernt hat, da wurde auf einmal klar, die Milchstraße, die muss ganz anders aussehen, als dass wir im Zentrum stehen. Wir stehen am Rand, wir sehen nur eine Scheibe. Und auf einmal wurde durch die Kenntnis des interstellaren Mediums wurde ein ganz neuer Blick auf die Milchstraße möglich. Damit gab es nämlich dann die Möglichkeit, endlich zu verstehen, was hier eigentlich gesehen wird. Nämlich das Zentrum der Milchstraße, die Scheibe der Milchstraße und in dieser Scheibe sind diese Molekülwolken oder Staub- und Gaswolken drin. Kalte Wolken, in denen, tja, was passierte? Man wusste das alles noch nicht.
Man weiß eigentlich erst seit 100 Jahren, dass die Milchstraße nicht die einzige Milchstraße oder die einzige Galaxis im Universum ist, weil es gelungen ist, die Entfernung zu einer anderen Milchstraße zu bestimmen, nämlich zu einer anderen Galaxis, nämlich zur Andromeda-Galaxie. Und das sind 2,5 Millionen Lichtjahre. Man dachte bis dahin, all diese Nebel am Himmel, die würden zur Milchstraße gehören. Tun sie aber nicht. Und so konnte man immer genauer und genauer vermessen, was sich eigentlich alles in dieser Milchstraße tut. Und aus den Bewegungen der Sterne und aus den Bewegungen der Gaswolken ergibt sich ein ganz anderes Bild von der Milchstraße, als man es bis dahin kannte. Und deswegen wissen wir heute, dass unsere Milchstraße so aussieht. Sie hat Spiralarme, und zwar ziemlich viele, wie ihr sehen könnt. In den Spiralarmen entwickeln sich die dichten Wolken. Warum? Weil in den Spiralarmen ein kleines bisschen mehr Gravitation ist als außerhalb. Warum? Weil dort die Gasdichte ein kleines bisschen höher ist. Und die Gravitation hängt mit der Dichte zusammen. Je höher die Dichte ist, umso höher ist die Gravitation. Und dadurch, dass sich das Ganze dreht und die Gravitation lokal solche riesigen Wolken erzeugt, sieht man eben hier Spiralarme. Das gleiche Phänomen übrigens, wie man es mit einem Tropfen Kondensmilch zum Beispiel im Kaffee erzeugen kann und umrühren. Dann sieht man auch am Anfang Spiralarme, die sich allerdings sofort aufwickeln. Irre. Wickeln sich sofort auf. Aber diese Spiralarme hier sind ja total offen. Wenn wir jetzt mal angucken, die Milchstraße hat ein Alter von, sagen wir mal grob, 12, 13 Milliarden Jahren, dann ist die ja schon einige Male um die eigene Achse rotiert. Denn das hat man auch rausgefunden, dass die Milchstraße sich dreht. Wie hat man denn das rausgefunden? Durch den Doppler-Effekt. Ja. Der Doppler-Effekt, der sagt nämlich, wenn eine Schallquelle sich auf mich zubewegt, also vom Schall kennt man es am besten, dann wird der Ton höher. Und wenn die Schallquelle sich von mir wegbewegt, wird der Ton tiefer. Mit elektromagnetischen Wellen ist es genauso. Wenn die auf mich zukommen, wird ihre Frequenz höher, die Wellenlänge wird kleiner. Und wenn die sich von mir wegbewegen, dann wird die Frequenz niedriger, dann wird die Wellenlänge größer. Also auf mich zu, ins Blaue verschoben, von mir weg ins Rote verschoben. Und man kennt jede Menge Linien, die man in der Milchstraße messen kann. Auf der einen Seite wie auf der anderen Seite der Milchstraße. Hier, ne, praktisch hier rum. Und so kann man messen, wie die Milchstraße sich dreht. Sie beginnt hier im Innern des Zentrums der Milchstraße, beginnt die Rotation, steigt an. Und ungefähr ab hier, ab dem Ende des Bulges, bekommen wir eine differenzielle Rotation. Die Rotationsgeschwindigkeit bleibt konstant. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir wissen also, die Galaxie selber dreht sich. Und sie dreht sich ziemlich schnell, mit ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Zum Beispiel auf dem Orbit der Sonne, also ungefähr so 27.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt, dreht sie sich mit 225 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, in den 12, 13 Milliarden Jahren hat die Milchstraße sich 50, 60 Mal um die eigene Achse gedreht. Ja, dann müssen doch die Spiralarme schon längst aufgewickelt sein, wenn sie nur einmal entstehen würden. Aber so scheint es einen Mechanismus zu geben, der immer wieder Spiralarme anregt. Und den Mechanismus, den kann man hier in der Mitte sehen. Und diesen Mechanismus kennen alle, die schon mal mit Ton gearbeitet haben auf einer Töpferscheibe. Also man hat so ein Stück Ton auf einer Töpferscheibe und sobald die Tonmasse nicht genau im Mittelpunkt ist, fängt die sofort an und wenn die Scheibe sich dreht und es entwickeln sich solche großen elongierten Strukturen. Und das ist der Balken hier in der Mitte. Dieser Balken rührt praktisch wie so ein großer Löffel im Gravitationspotenzial der Milchstraße herum und regt unentwegt immer neue Spiralarme an. In den Spiralarmen entstehen Gaswolken, in den Gaswolken entstehen Sterne. Und deswegen sind die blauen Sterne, die nur ganz kurz leben, immer auf die Spiralarme beschränkt. Alles, was wir hier sehen an hellen Punkten, sind also Sternentstehungsgebiete. Und alle anderen Sterne sind sozusagen zwischen den Spiralarmen verteilt. So, jetzt haben wir also den Bulge in der Mitte, den Wulst, den Balken, die Scheibe und können das alles in aller Ruhe darstellen. Auf diese Weise hat die Astronomie in den letzten 100 Jahren eine ganze Menge über unsere eigene Heimat herausgefunden. Das ist deswegen so wichtig, weil
Hinter diesen Bildern steckt ja eine Geschichte. Die Geschichte nämlich des Schwerkraftfeldes der Milchstraße, die ja alles hier behält. Da gibt es einen großen Materiekreislauf, darüber haben wir schon mal ein Video gemacht, was das eigentlich für uns bedeutet, dass das Material, was von den Supernova-Explosionen, die von großen blauen Sternen erzeugt werden, ja, dieses Material, die Elemente, die erbrütet werden, die verschwinden ja nicht im Weltall, sondern die bleiben hier aufgrund der Schwerkraft der Milchstraße. Die hält alles fest. Ohne die Milchstraße wird es uns gar nicht gehen, denn wir sind ja auch die Kinder einer Supernova. Also der Vergleich mit anderen Galaxien, die Geschwindigkeitsmuster zu sehen, die Spektrallinien zu sehen, die Zusammensetzung des interstellaren Gases in anderen Galaxien. Und jetzt gucken wir bei unserer eigenen Milchstraße immer genauer und genauer hin. Und dabei stellen wir fest, sie hat ein dunkles Geheimnis. Damit meine ich nicht die dunkle Materie. Dieses Geheimnis haben alle Galaxien. Unsere Galaxie hat ein besonderes dunkles Geheimnis, denn wir sind mittendrin und es wäre mal interessant zu sehen, wo sind eigentlich die Leichen, die Sternleichen? Das ist das dunkle Geheimnis unserer Milchstraße, das wirklich dunkle Geheimnis. Das ist die sogenannte galaktische Unterwelt. Und dazu hat man jetzt Simulationen gemacht. Ich will noch mal von vorne anfangen. Nein, nicht ganz von vorne, sondern um Gottes Willen. Sterne entstehen in der Scheibe. Warum entstehen die in der Scheibe? Weil in der Scheibe ist das Gas und das Gas ist das Baumaterial für die Sterne. Das Gas muss nämlich klumpen, die Gravitation muss überwiegen gegenüber allen anderen Kräften, die am Werk sind, Strahlungsdruck oder irgendwelche Scherkräfte. Und dann können also solche Gaswolken unter ihrer eigenen Schwerkraftwirkung kollabieren. Es bilden sich viele solcher kollabierten Punkte heraus und es entstehen viele Sterne. Also in einer Gaswolke entstehen 30, 40, manchmal 100, ja Tausende von Sternen auf einmal. Das erstmal grundsätzlich. Und viele von den Sternen, die vergehen einfach. Die Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne und die meisten von diesen 100 Milliarden Sternen sind einfach vergangen. Da bleiben dann vielleicht mal weiße Zwerge übrig, die dann allmählich verglühen und dann für immer unsichtbar sind und die immerhin durchaus auch ein oder anderthalb bis 1,4 Sonnenmassen haben können. Die bleiben auf den Bahnen, die bleiben einfach da, wo sie schon immer waren, aber dann gibt es diese besonderen Sternleichen, diese umherirrenden Sternleichen. Auf dem Friedhof der Sterne gibt es quasi nicht nur Leichen, die in ihren Gräbern liegen und da bleiben, sondern es gibt auch diese umherrasenden förmlich. Ja, Neutronensterne und schwarze Löcher, die rasen durch das interstellare Medium, die rasen durch die Milchstraße. Und während also die meisten Sterne irgendwo hier in so einer Scheibe sind von 300, 400, 500 Lichtjahren Dicke, muss es jede Menge Sternleichen geben, die in einer sehr, sehr viel größeren galaktischen Scheibe von einigen tausend Lichtjahren verborgen sind. Und das müssen Pulsare, also Neutronensterne und schwarze Löcher sein. Warum? Naja, weil man immer mehr und mehr erkennt, dass diese Sternleichen, die im Übrigen immer entstehen, wenn große Sterne explodieren, dass diese Sternleichen bei ihrer Explosion eben nicht an der Stelle bleiben, sodass sie praktisch das Zentrum der Explosion sind und dann, baff, fliegt der Rest einfach davon. Die Kerne der Sterne werden bei einer solchen Kernexplosion weggeschossen mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde. Wahnsinn! Also, warum? Naja, weil eben die Explosion oder die Kernphysik in so einem Stern nicht exakt kugelsymmetrisch ist, sondern Fusionsvorgänge, also dramatisch instabile Fusionsvorgänge, beginnen an einem Ende und drücken praktisch den noch verbliebenen Sternleichenrest nach raus. Es gibt Schnellläufer, wir kennen einige, eine ganze Menge von schnellen Neutronensternen, die mit ein paar hundert Kilometer pro Sekunde durchs interstellare Medium fliegen. Und so muss es also eine ganze Menge von Sternleichen geben, die bei solchen Sternexplosionen das interstellare Medium der Milchstraße durchkreuzen. Manche sogar, die die Milchstraße das Material immer mal wieder zum Leuchten bringen, zum Beispiel schwarze Löcher, die Material zu sich heranziehen von irgendwelchen Gaswolken und da mal kurz als Röntgenvariable zu sehen sind. Aber die Sternleichen sind ansonsten gar nicht so leicht zu finden. Ich habe gerade ein Video gemacht über ein schlafendes schwarzes Loch. Die meisten schwarzen Löcher in der Milchstraße schlafen. Warum? Na, die haben nichts um sich rum, was sie in sich aufnehmen und zu sich heranziehen könnten, was dann anfangen könnte zu strahlen. Die Neutronensterne,
auch nur wenige Kilometer große Objekte sind, wenn überhaupt, dann sichtbar als Pulsare, als pulsierende Radioquellen. Das ist natürlich großartig. Da sind sie extrem präzise Strahlungsquellen mit einer sehr, sehr, sehr hohen Genauigkeit, pulsen die die Radiostrahlung ab. Dann sind sie für die Radioastronomie gut zu erkennen. Aber die meisten Neutronensterne sind einfach nur 10 Kilometer große Kugeln, die heiß sind und die Röntgenstrahlung abgeben. Aber weil die so klein sind, also 10 Kilometer groß ist ja wirklich nicht groß, also 10 Kilometer klein müsste man eigentlich sagen, dann sind sie kaum festzustellen. Man muss also schon ziemlich genau hinschauen. Es gibt einige wenige Quellen, wo man genau weiß, aha, das ist der Überrest einer Supernova. Da findet man im Innern auch einen thermisch strahlenden Neutronenstern. Das heißt, man weiß genau, das ist mit einem Supernova-Überrest verbunden. Da ist es gut zu finden. Aber schwarze Löcher, wie will man die finden, wenn nichts mehr in der Nähe ist, was sie aufnehmen können? Neutronensterne, deren Supernova-Explosion schon so lange her ist, dass der Supernova-Überrest auch vergangen ist. Und so gibt es jetzt eine neue Simulation, die eine Vorhersage darüber macht, wie weit der Friedhof der Sterne in der Milchstraße über der galaktischen Scheibe verteilt ist. Also wie weit diese Leichen tatsächlich über der Milchstraße verteilt sind. In der Milchstraße, wie ich ja schon sagte, sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man aber weiß, wie Bäume wachsen, wie sie entstehen und vor allen Dingen auch, wie sie sterben, dann kann man natürlich aus dem, was man sieht, schon eine ganze Menge darüber erfahren, selbst wenn man mitten im Wald steht. Also das heißt, was wir jetzt wissen, ist, wir wissen, wie die Sterne entstehen, wir wissen, wie sie sich entwickeln. Und was wir jetzt eben tatsächlich vorhersagen, ist die Art des Sterbens von solchen Sternen. Vor allen Dingen von den großen Sternen, weil deren Überreste sind es, die bei solchen Explosionen weggekickt werden, eben auch senkrecht zur galaktischen Scheibe. Und die neuen Simulationen, die, das sieht man hier auf dem Bild, die machen ja ganz klar, dass die galaktische Scheibe mit den Sternenleichen 4000 Lichtjahre dick sein kann. Das heißt, das ist dreimal so dick wie die Scheibendicke der sichtbaren Sterne. Und damit würde die Milchstraße eine ganz andere Dimension bekommen. Aber so muss man sich tatsächlich die Entwicklung dieser galaktischen Unterwelt vorstellen. Und dass wir das heute machen können, hat natürlich was damit zu tun, dass es uns gelingt, mit Hilfe von Computern die Entwicklung von einzelnen Explosionen und das Ganze in einem großen Modell darzustellen. Das heißt, wir sind heute in der Lage, den Elementarprozess, also die Explosion von Sternen, und deren Effekt auf den, also deren Asymmetrieeffekt auf den Sternen, auf die Sternenleiche zu modellieren und das Ganze in einem großen Modell für das gesamte Milchstraßensystem. Also wir haben beides, wir haben den Einzelprozess und das Systemische, also das Ganzheitliche. Das ist natürlich toll, dass man eben von beiden Perspektiven aus jetzt die Milchstraße, unsere galaktische Heimat, untersuchen kann. Und dann gibt es eben jetzt diese sogenannte Unterwelt, diese galaktische Unterwelt, die uns darüber berichten wird, wenn wir sie denn entdecken in Zukunft, wie viele Sternleichen es gibt, wie viele Sterne unsere Milchstraße schon gehabt hat, wie überhaupt die Geschichte unserer Milchstraße wäre. Es ist wirklich Ahnenforschung. Wir wollen einfach wissen, woher wir kommen. Denn die Milchstraße ist die Voraussetzung dafür, dass dieser galaktische Materiekreislauf sich immer wieder aufs Neue vollzieht und das Material eben nicht ins Weltall, ins große Universum enteilt, sondern hier bleibt praktisch in unserer galaktischen Heimat. Denn die Milchstraße ist tatsächlich die Sterneninsel im Universum, von der wir am meisten wissen müssen, weil es ist unsere kosmische Heimat. Sie ist die Insel, die dafür sorgt, dass wir in der Ecke unserer Milchstraße, wo wir gerade sind, die im Übrigen sehr schön ist, weil hier ist nichts weit und breit. Keine Supernova-Explosion, nichts. Deswegen gibt es uns überhaupt nur, dass wir in dieser Ecke der Milchstraße so gut leben können. Dafür lohnt es sich, Astronomie zu machen.